Gut, ich freue mich sehr, auch dieses Jahr wieder die Open Source Awards vergeben zu dürfen. Wir haben dieses Jahr 20 Eingaben gehabt, 20 verschiedene Projekte, die sich beworben haben. Die Jury hat dann in einer ersten Runde mal geschaut, wer qualifiziert sich, und 15 Projekte daraus nominiert. Das waren die 15 Projekte, die quasi die Kriterien so eingehalten haben, wie wir das definiert haben. Dazu übrigens dann ganz am Schluss noch etwas. Und an einem guten Nachtessen in Zürich hat sich die Jury dann überlegt, was wir an Preisen vergeben. Das ist bei uns immer etwas eine dynamische Preisfindung quasi. Wir schauen, was gibt es, was sind die Kriterien, wie sind sie unterschiedlich, und haben uns dann dieses Jahr zu einem neuen Rekord begeistern können. Wir vergeben nämlich 5 Preise. Wir vergeben, ich sage jetzt mal, 3 klassische Preise, einen Spezialpreis und nochmals einen Spezialpreis. Dazu dann gleich mehr. Ich möchte, ich glaube, jetzt habe ich, nee, da fehlt eine Slide, okay, egal. Ich gehe kurz mal durch die Liste der Nominierten, damit ihr kurz seht, was wir für Projekte hatten. Ich möchte die Anwesenden bitten, kurz irgendwie mit Handzeichen zu zeigen, dass ihr da seid. Und wenn ihr wirklich ganz kurz zu euren Projekten etwas sagen könnt, dann wäre das auch klasse. Wenn ihr das nicht wollt, ist das kein Problem. Wer dann gewinnt, hat dann noch kurz die Chance, noch etwas länger etwas zu erzählen. Also, die erste Eingabe, ihr seht auf diesem Ding, seht ihr auf der Rückseite die ganze Liste noch. Dort habt ihr auch Links auf sämtliche Projekte. Die erste Eingabe war die Berner Fachhochschule. Sie haben sich beworben für die Entwicklung einer Debian 8-basierten Linux-Server und Desktop-Plattform. Ich weiß, Sie sind da. Willst du noch schnell was sagen? Und Mikrofon bitte. Hallo, ist nicht ganz korrekt. Wir haben es von der Berner Fachhochschule, haben es in Zusammenarbeit mit dem Gymnasium Kirchenfeld gemacht. Tom Jacken konnte heute leider nicht hier sein. Ein bisschen wie Trobo. Ja. Und ansonsten linux.bfh.ch dort steht alles. Vielen Dank. Die nächste Eingabe war von Cloudrex. Haben wir da jemand da? Offenbar nicht. Cloudrex hat eine CMS-Lösung, die ebenfalls Cloudrex heißt. Die war lange proprietär. Die haben verschiedene Kunden, die das schon seit vielen Jahren verwenden. Und Cloudrex hat das vor kurzem, 2014, unter der AGPL-Lizenz veröffentlicht und hat jetzt neue Nutzer damit gewinnen können. Seid ihr Cloudrex, oder? Nee, nicht du. Okay. Dann die dritte Eingabe, die war der Lernstick, auch unter Educa Lernstick bekannt. Die sind da, die habe ich gesehen. Genau. Ja, ich bin hier vom Lernstick. Ich vertrete auch meinen Kollegen Ronny Stanke, der das ganze Projekt eigentlich initiiert hat. Und der Lernstick wird eigentlich entwickelt von Medias. Das ist eine Fachstelle der Pädagogischen Hochschule, der Fachhochschule Nordwestschweiz, und Educa vertreibt das neben uns auch. Educa ist die Anlaufstelle, die werden müssen, wenn ihr einen fertig installierten Stick wollt und das nicht selbst herunterladen und installieren möchtet. Und es ist eine, ich denke mal kurz, was ist es? Es ist eine Linux-basierte Desktop System, das von einem USB-Stick startet, mit der Idee, dass die Schüler ihr eigenes persönliches System sowohl in der Schule wie auch daheim auf verschiedenen Computern brauchen können, aber es immer das gleiche System ist. Vielen Dank. Die nächste Eingabe war die Ente, CyberDuck. Kam da jemand da? Okay, ah, super. Ja, ich bin die Beiträge GmbH, eine Kleinstsoftwarefirma aus Bern, um Softwareentwicklung zu machen. Und wir haben auch ein Produkt, das seit über 10 Jahren im GPL ist. Cyberpunk FTP und jetzt vor allem Cloud Storage, Browser für Mac und Linux. Genau, ich habe das Ding seit Jahren verwendet und irgendwie per Zufall mal festgestellt, dass ihr aus Bern seid.
Dann haben wir Manuel Kasper mit Monowall. Ist der da? Vielleicht dazu kurz etwas. Monowall war so eine der Ur-Firewalls, die nicht auf Linux basierten, die sich aber auf so Embedded-Systemen sehr schnell durchgesetzt hat. Ein Fork quasi davon oder eine Ableitung davon ist pfSense und neuerdings auch OPNSense. Monowall selber gibt es nicht mehr. Er hat vor einigen Monaten angekündigt, dass er das Projekt quasi einstellt. Wahrscheinlich aus Zeitgründen, aber nominiert wurde es von jemandem, der gesagt hat, ohne Monowall würde es kein pfSense geben und kein OPNSense. Dann haben wir gesagt, MD Systems, haben wir da jemand? Okay. Jawohl, seit 2 Jahren entwickeln wir am nächsten großen Milestone Drupal 8. Wir hoffen, dass das gegen Ende dieses Jahres soweit ist. Der Großteil unserer Firmenressourcen quasi investieren wir vollständig in die Open Source Teile davon, das ist Drupal Core, aber auch das gesamte Contrib-Ökosystem. Das sind, mittlerweile sind wir der global Top 2 Firma von der Aktivität von mehr als 1500 Firmen, die aktiv sind. Cool, vielen Dank. Dann haben wir eine Eingabe von der QGIS User Group Schweiz. Jetzt bin ich nicht sicher, ob es. Doch, es hat es jemand geschafft. Sehr schön. QGIS ist ein geografisches Informationssystem. Da können Sie Geodaten erfassen, darstellen, kartografische Darstellungen machen, zu publizieren, aber auch die Geodaten analysieren. Es gibt eine Affinität zum Beispiel zum OpenStreetMap-Projekt, das auch hier einfach. QGIS läuft auf Linux, Windows, OS X und eine experimentelle Android-Version. Es gibt auch eine Server-Version, also viele WebGIS im kommunalen und kantonalen Bereich laufen auch über QGIS. Was ist der Schweizer Bezug vielleicht noch? Also QGIS ist ein weltweites Projekt, aber ich denke, die Schweizer Beiträge haben es eigentlich zu dem gemacht, wo es heute steht, weil es war einer der ersten professionellen Anwender, Kanton Solothurn. Stabuster auch relativ früh und die Schweiz hat als erstes Land auch finanziell investiert und es gibt da zahlreiche Entwickler auch in der Schweiz, also von vielleicht weltweit 50 sind, glaube 7 oder 8 in der Schweiz. Sehr schön, speziell, wir haben die Größe der Schweiz berücksichtigt. Vielen Dank. Dann haben wir 2 Eingaben von der Post, einerseits das Projekt Nemo und andererseits YellowCube. Ich bin vom Projekt Nemo. Um was geht es? Nemo ist eine neue Mobilplattform. Sie haben sicher alle schon einmal unterschrieben, so wenn der Postbote vorbeikommt für einen Päckchen, einen Brief auf diesem Handscanner. Und es ging darum, diesen Handscanner zu ersetzen. Hardware wie Software. Man hat sich dann entschlossen, einen Hardware-Scanner einzukaufen, der Android verwenden kann, also Operating System. Und wir haben darauf Apps gebaut, die Abläufe in der Logistik und andere Abläufe in der Post ermöglichen. Wir haben konsequenten Open-Source-Komponenten eingesetzt, serverseitig wie clientseitig. Das Einzige, was wohl nicht Open-Source ist, sind gewisse Treiber, die hardware-spezifisch sind. Und auf der Serverseite haben wir auch gewisse Komponenten open-sourced und zurückcontributed. Cool. Dann gleich noch an den Kollegen. Oder okay, hier. Also YellowCube ist die Lösung für E-Shops. Wir übernehmen die ganze Lagerung, Kommissionierung und Distribution. Also wenn ihr einen Shop habt und nicht jeden Abend um 5 Pakete fertigen wollt, könnt ihr bei YellowCube das günstig outsourcen. Und was wir gemacht haben, ist für verschiedene verbreitete E-Shop-Software, die auch großen Teil Open Source basiert sind, wo es Community Edition gibt, haben wir unsere Agenturen angewiesen, dass sie den Code publizieren auf GitHub. Das war für verschiedene Agenturen das erste Mal. Aber wir haben auch Security-Elemente, die etwas komplexer waren, bereits profitiert in der Entwicklung, weil es Open Source ist. Die Synergien, das hat gelebt und das Projekt war ein Erfolg. Und jetzt hoffen wir, dass das Business auch ein Erfolg wird. Super, vielen Dank.
Dann haben wir die Stadt Biel. Ja, wir von der Stadt Biel haben eine Open-Source-Strategie, die ist entstanden, indem wir eine Open-Source-Plattform im ersten Schritt aufgebaut haben. Dann verwenden wir Open-Source-Produkte im Betrieb, die wir auf dieser Plattform betreiben können. Dann entwickeln wir selber auf eine Open-Source-Infrastruktur, also wo wir automatische Testen, automatische Deploying, Jenkins und so weiter. Da werden wir auf die Open-Source-Plattform deployen. Was wir auch benötigen, ist bei Eigenentwicklungen haben wir auch Migrationen, das ist für uns immer wichtig, dass wir Datenmigrationen machen können. Schnittstellen müssen wir auch jeweils entwickeln. Also von dem her haben wir eine zusätzliche Strategie auch auf Open Source neben Microsoft. Das ist eigentlich für eine Verwaltung sehr atypisch. Vielen Dank, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Dann haben wir Strolch. Ist jemand von Strolch da? Sehr schön. Weil ich hätte es nicht erklären können. Strolch ist ein Softwareagent, der in Java geschrieben ist. Man kann es als erstens sehen als Ersatz oder andere Variante als Java IE sehen, aber gleichzeitig soll es dann eben als Planungsengine funktionieren, mit der man dann Planungen, Produktionsplanungen und auch Logistikprozesse implementieren kann. Vielen Dank. Dann haben wir die Swiss Open Street Map Association. Da genau. So, ich bin hier als Vertreter des völligen Wahnsinns, nämlich die Idee, mit Amateuren die ganze Welt zu kartografieren. Die meisten kennen das Projekt vermutlich in der Zwischenzeit, weil wir sind trotz der Unwahrscheinlichkeit sehr erfolgreich. Die SOSM bewirbt das Projekt in der Schweiz, sorgt für Kontakte zu den Verwaltungen und so weiter. Wo sind die Berührungspunkte mit Open Source? Open Data ohne Open Source funktioniert nicht so richtig. Also um unsere Daten zu nutzen, gibt es auch ein ganzes Ökosystem von Open Source Anwendungen, die von jedem genutzt werden können. Ich möchte noch den Cookies-Leuten danken, weil es hat in der GIS-Industrie ein sehr großer Spieler, der im Wesentlichen den ganzen Markt dominiert, und Cookies ist so das Einzige, was wirklich dagegen hält. Genau, wir erwähnen jetzt den Namen nicht. OpenStreetMap übrigens genau gleich, weil ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, klappt niemals. Why Open Computing? Ah, je dis, je vais annoncer ça en français. Merci beaucoup. Je suis très content d'être là. Quelques mots pour dire que, comme écologiste, j'ai pris ma retraite du Conseil d'État vaudois en juin 2012 et je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais relever comme défi. On parlait déjà à l'époque beaucoup d'obsolescence programmée. En particulier, les exemples cités venaient du secteur de l'informatique pour l'essentiel. Donc je me suis dit, concevoir un ordinateur durable est un joli défi pour moi. Il se trouve qu'entre 2002 et 2012, les quantités de déchets électroniques éliminées en Suisse ont été à peu près multipliées par 4,5. C'est un réel problème en termes de ressources, en termes de pollution, et puis en termes économiques aussi, un sacré gaspillage. Et je le sais assez bien, la plupart de ces appareils qui sont débarrassés fonctionnent parfaitement, ils sont juste obsolètes. Et donc, concevoir et proposer un ordinateur durable, c'est concevoir et proposer un ordinateur qui tourne avec des logiciels libres, ceux dont les utilisateurs décident s'ils vont évoluer ou pas, et puis qui sont surtout compatibles de manière ascendante. Vous pouvez continuer à travailler avec vos données, avec les dernières versions des programmes et les données qui ont été générées il y a 5 ou 10 ans. Et puis, le deuxième élément de durabilité, c'est la publication, dès la mise sur le marché, par exemple, de ce nouveau modèle, d'un guide, d'une série de guides qui permet à chacun ou aux petits réparateurs du quartier de réparer, de mettre à niveau la machine pour qu'au lieu qu'elle soit remplacée au bout de 5 ou 6 ans, elle tienne 10 ans ou plus. Voilà le challenge que nous nous sommes posé il y a maintenant un tout petit
peu plus que deux ans. Sehr schön. Bei euch kann man die Akkus noch selber wechseln, oder? Sehr gut. Ihr seht, da ist auch ein paar von denen im Einsatz. Und ich denke, wer schon mal ein Linux auf einer brandneuen Lenovo-Kiste installiert hat, der kennt das Problem. Da kommt dann irgendein neues Chipset, das irgendwie der letzte User noch nicht hatte, und dann klappt es dann halt nicht mehr so gut. Das Problem habt ihr bei Wi nicht. Gut, dann die zweitletzte Eingabe war Wikimedia Schweiz mit Kiwik. Kiwix. On a commencé à parler en français, je vais continuer. Vous avez tout Wikipédia là-dessus? En français, en anglais, en allemand, n'importe lequel des 280 langues. Vous avez également la possibilité d'avoir les TED Talks et tout ce qui concerne en fait l'éducation. Donc en Suisse, on a Internet, c'est pas un problème. Maintenant, que ce soit au Mali, à Madagascar, en Inde, au Brésil, ou en fait à la campagne, c'est déjà plus un souci. Donc nous, on règle ça. On peut créer un réseau qui marche, qui est sur un blog un peu plus gros. Et c'est à peu près tout ce que Kiwix fait, mais c'est déjà beaucoup, puisqu'on a environ 1 million de downloads et d'utilisateurs, à peu près, puisque vu que c'est offline, on n'a jamais les retours d'utilisation. Mais on soupçonne qu'il y a un peu plus d'un million de personnes dans les camps qui visitent. Und das ist der Schweizer Bezug? C'était développé en Suisse à Zurich. Sehr schön. Genau. Also kurz ein Einschub, CloudRex ist da. Dankeschön. CloudRex ist ein Content-Management-System in der Cloud mit integrierter E-Commerce, Newsletter-System und CRM-System. Das Ganze ist lizenziert unter der RGPL und stellt somit tagesaktuell auf GitHub zur freien Verfügung. Vielen Dank. Wilhelm Tux war die letzte Eingabe, da haben wir auch jemanden. Wilhelm Tux, Untertitel Kampagne für freie Software, ist ein Verein, der sich für die Förderung von freier Software einsetzt, mit Schwerpunkt öffentliche Verwaltungen. Und die Kampagne, die wir da geführt haben letztes Jahr und bis Anfang dieses Jahr, war eine Fundraising-Kampagne, wo wir im TIP-Office die Erstellung von digital signierten PDFs finanziert haben, weil das konnte bisher kaum Open Source Software digitale Signaturen überhaupt erstellen auf PDFs, und wir haben gefunden, das braucht, und jetzt gibt es eine mit LibreOffice eben die Möglichkeit, das zu machen. Vielen Dank. Gut, stellen wir das Mic wieder ab. Also, eine beeindruckende Anzahl an Projekten, ein Schweizer Bezug, den man teilweise überhaupt nicht wahrnimmt. Ich habe euch gesagt, ich habe bei meinem oder anderen Projekt gedacht, aber hat doch nichts mit der Schweiz zu tun und hat es doch. Ich denke, das freut uns alle sehr. Und jetzt kurz noch ein Wort zur Jury. Ich habe nämlich die Slide, die ich gedacht habe, ich habe sie nicht. Die Preise werden dann übergeben von Philipp Koch, dem CEO von Nine Internet Solutions, der auch einer der Sponsoren hier ist. Vielen Dank. Und ich habe euch gesagt, es gibt zwei Spezialpreise, und den zweiten der Spezialpreise wird IBM vergeben. Und zwar wird das Philipp Späti machen, CTO von IBM Schweiz. Er wird den Educational Prize übergeben. Jetzt kurz zu der Jury. Wir haben ein paar Jurymitglieder hier. Bist du der Einzige? Oder ich habe noch der eine oder andere. Ja, genau, hier seid ihr. Sorry. Und Nummer vier ist draußen. Ah, Lutz, da ist er, genau. Sitzt dort. Wir haben vier oder fünf Jurymitglieder hier. In der Jury sind etwas über 10 Leute. Auf der Webseite könnt ihr sehen, wer es ist. Wir haben dieses Jahr das erste Mal ein paar neue Gesichter eingebracht. Ich denke, das war sehr gut. Und wie ich euch erwähnt habe, hatte die Jury die schwierige Aufgabe. Ich gehöre nicht direkt dazu, aus diesen 15 Eingaben die Gewinner auszuwählen. Und wir haben an den Kriterien ausgewählt, die wir vor einigen Jahren mal definiert hatten. Ich werde dann am Schluss, wenn ihr seht, wer gewonnen hat, noch etwas dazu sagen, wie wir das in Zukunft handhaben wollen. Was auch wichtig ist, wer einmal verliert, hat nicht zwingend verloren. Es gibt verschiedene Eingaben, die mehrmals eingeben. Wir wollen sehen, ob ein Projekt einen Impact hat. Wir wollen sehen, ob es ein Projekt schafft, über eine längere Zeit wirklich eine Kontinuität zu bringen. Und wir haben zum Beispiel dieses Jahr einen Gewinner, der schon mehrmals eingegeben hat, weil man jetzt sagt, okay,
Das war nicht eine Eintagsfliege, das können wir jetzt prämieren. Also wenn ihr nicht zu den Gewinnern gehört, bitte gebt gerne nächstes Jahr wieder ein oder in der Zukunft, wenn ihr vielleicht Dinge zeigen könnt, die etwas schwieriger nachzuvollziehen waren für die Jury. Dann ganz wichtig, versucht euch auch etwas gut zu verkaufen. Es hat ein paar schöne Projekte, wenn man dann hört, was sie machen, wird es vielleicht etwas klarer. Für die Jury ist es teilweise echt nicht einfach zu verstehen, um was es geht. Also arbeitet daran. PR ist auch für Open Source sehr, sehr wichtig. Wir haben vorhin die Bemerkung gehabt, dass ein paar Leute längere Haare hatten vor ein paar Jahren. Es gehört halt eben dazu, dass wenn man das Ganze größer ins Business reinbringen will, dass man dort halt nicht zwingend dieselben Anforderungen hat, wie wenn man eben gut programmieren will. Also arbeitet unter Umständen vielleicht auch an eurer PR. Gut, dann möchte ich jetzt zu der Preisverleihung übergehen. Die Awards sind hier. Ich hoffe, ich habe sie in der richtigen Reihenfolge. Für die Gewinner bitte lauft dann am Schluss nicht davon. Ihr kriegt dann noch so eine blaue Box dazu, wo ihr das Ding wieder einpacken könnt. Also, der erste Preis geht an Y Open Computing. Jetzt müssen wir kurz Fotosessions machen. Könnt ihr noch einmal, genau. Super. Ich habe es vorhin erwähnt, wir haben Leute, die mehrmals eingegeben haben. François hat letztes Jahr auch schon eingegeben. Die Jury hat das mal gesagt, es ist ein sehr, sehr schwieriges Umfeld, wo ihr euch drin bewegt mit Y Open Computing. Es ist für euch viel, viel schwieriger, eine gewisse Öffentlichkeit zu haben. Es ist auch ein Markt, wo ein extremer Preiszerfall war. Wenn ich daran denke, was ich an meine erste Kiste gezahlt habe und was man heute für so ein Gerät bezahlt, da sind Welten dazwischen. Und damit wollte man zeigen, geplante, wie heißt das Wort, ich kann es nie aussprechen. Genau, danke. Das ist ein Thema, das wird mehr ein Thema werden. Ich versuche verzweifelt seit einigen Wochen den Akku hier zu wechseln, ohne meine Kiste eine Woche nicht zu haben. Sehr, sehr schwierig. Ein gutes Beispiel, dass es auch anders geht. Genau. Darf ich dir vielleicht noch einmal das Wort überreichen? Ja, gern. Also es ist für mich natürlich eine sehr große Ehre, den Preis zu bekommen. Ich bin fast daran angewöhnt, denn ich schon also persönlich 2009, wenn ich mich gut erinnere, einen Preis vom Open Source, Swiss Open Source Award, bekam. Je continue en français. C'était dans la catégorie advocacy. Et puis à la fin de mon mandat comme conseiller d'État, où j'ai beaucoup promu les solutions open source, en 2012, c'est le canton de Vaud qui a reçu le prix pour sa nouvelle plateforme e-government, fondée et construite exclusivement sur la base de solutions open source. Et évidemment, en me lançant dans le hardware, c'était une de mes priorités que de favoriser les solutions open source et de plus en plus open hardware. Parce que finalement, publier les guides pour réparer un appareil ou publier les plans pour fabriquer un appareil, il y a peu de différence. Et je suis absolument fasciné de voir ce qui se passe dans le monde open hardware, et pas seulement la Tesla, il y a des milliers d'autres projets fantastiques et je suis très fier, par exemple, tout récemment, d'avoir réussi à pousser le Centre écologique Albert Schweitzer à lancer sur We Make It, sur KissKiss Bank Bank, excusez, c'est la concurrence, lancer un projet de crowdfunding pour financer une éolienne open hardware en bois pour Madagascar qui a été développée à l'EPF. À l'ETHZ, ici à Zurich. Un truc très sophistiqué, très high-tech, puisqu'on va déjà analyser les fibres du bois pour trouver le moyen de découper l'aile la plus solide dans le morceau de bois qui est donné. Vous voyez le genre de délire, mais tout ça pour Madagascar.
Et je suis persuadé qu'on va avoir, on va assister à une troisième révolution industrielle avec ces développements open hardware. Et dès que Y aura pris son envol, je me réjouis de lancer la machine à laver Y sur laquelle on peut lancer un petit programme de diagnostic qui trouve la panne, qui vous ouvre iFixit à la bonne page, qui vous dit combien coûte la pièce, combien de temps ça prend. Et vous pouvez commander des composants pour réparer vous-même votre machine à laver. Voilà, c'est un tout petit peu les choses qui me font rêver. Alors, ce prix m'aide à aller de l'avant et à me cramponner et réussir. Et puis j'espère que, parce que pour tout vous dire, aujourd'hui nous vendons à Lausanne à peu près 10 fois plus de machines Y qu'à Zurich. Normalement, ça devrait être le contraire. Alors j'espère que malgré l'expression de mes remerciements en français, le message arrive jusqu'à Zurich. Bon, pas du quoi. Also, liebe Deutschschweizer, mehr kaufen. Also, nochmals herzliche Gratulation. Der zweite Preis ist wirklich quasi, die Jury hat gesagt, das ist unser klassischer Open-Source-Preis. Und ich habe vorher schon kurz mal darüber gesprochen, es ist die Software mit dem besten Logo. Herzliche Gratulation für CyberDuck. Jetzt auch hier bitte schnell Fotosession, danke. Yeah. Also und für euch würde mich interessieren, ihr seid wirklich schon lange auf dem Markt, das hat die Jury auch gesagt. Also das Lustige war, ich musste den meisten Jurymitgliedern erklären, dass das aus der Schweiz ist. Und angefangen habt ihr ja als FTP-Client, später kam dann WebDAV dazu, dann kamen die ganzen Cloud-Dienste dazu. Ich bin nicht sicher, wann es genau angefangen hat, aber ich bin mir ziemlich sicher, es sind mehr als 10 Jahre. Erzählt doch kurz was dazu. Ja, jetzt sind es mehr als 10 Jahre. Ja, angefangen hat es als Projekt von mir, als Nebenbeschäftigung, wo als Trainer ist gekommen. Hat es nicht so viel Software gegeben. Das war schön, etwas von null im Sandkasten zu bauen. Und später haben wir es ein bisschen professionalisiert, indem wir den IFA dazu genommen und haben es noch auf Windows rausgebracht. Und jetzt eigentlich den Sprung geschafft auf Cloud, indem das von Anfang an mit Amazon S3 und jetzt mit OpenStack unterstützt wird. Wie habt ihr euch finanziert? Weil das Ding war immer gratis. Finanziert ist eigentlich über die Menge, dass es eigentlich reicht mit nur 1% von Leuten, die bereit sind zu zahlen. Wir haben ja einen Preis im Mac App Store, der fix ist. Und sonst der Preis variabel, aber man schafft es dafür, den Markt ein bisschen zu penetrieren, indem es eine grosse Verbreitung hat, indem es grundsätzlich verlangt, dass man will, muss man nicht zahlen. Was heisst eine grosse Verbreitung? Also grosso modo, wie viele, habt ihr eine Idee, wie viele Nutzer ihr habt? Nicht genau, nein. Okay. Spektrum? Das sind vielleicht etwa 5'000 Updates pro Tag rausgehen. Okay. Also es ist so ein bisschen von der Verwendung her, dass viele Leute brauchen. Okay, krass. Vielen Dank, also wirklich klassische Open Source. Was mich ja bei CyberDuck fasziniert hat, war, dass ihr euch an Protokolle wie WebDAV gewagt habt. Das ist jetzt so der klassische, eher schwierige Fall zum Implementieren. Und im Gegensatz zu Microsoft habt ihr es geschafft, dass man gegen einen Apache WebDAV sich verbinden kann. Also Gratulation, das zeigt, dass man in der Menge oder eben in einer Open-Source-Gruppe Dinge hinkriegt, die selbst große nicht zwingend hinkriegen. Wie viele seid ihr noch? Seid ihr nur ihr zwei oder habt ihr noch mehr Committer? Okay, krass. Also, ja, nochmals. Eben, weil wir uns im Open-Source-Umfeld bewegen, ist es zum Beispiel die WebDAV-Bibliothek, wurde nicht von uns initiiert, aber wir sind inzwischen der Maintainer zum Beispiel von dieser
oder zumindest sicher contribute zu allen Hauptbibliotheken, die die Protokolle implementieren. Und durch das, aber jetzt vom Cyberdub-Projekt selber, sind eigentlich fast immer nur wir zwei die Committer. Aber natürlich die ganzen Core-Bibliotheken hinten dran ist dann mehr im klassischen Open-Source-Umfeld mit mehreren Beteiligten. Gut. Also, Gratulation nochmals, vielen Dank. Gut, ich bin nicht so schlecht in der Zeit. Der nächste Preis geht an ein Projekt, wo ich auch eben zuerst überlegen musste, was ist der Schweizer Bezug. Es ist ein, die Jury hat gesagt, es ist quasi das Change the World Projekt, das wir in dieser Runde prämieren. Etwas, das bei uns nicht eine große Rolle spielt, aber das für sehr viele Leute einen Unterschied macht. Herzliche Gratulation an das Kiwix-Team. Hey, gratulation. Merci. Also, encore une fois. Ouais. Je vais encore expliquer pour les Suisses allemands, ja. Qu'est-ce que ça fait. Also, Kiwix mussten wir auch zuerst nachschauen, was ist das? Und ich glaube, ich habe es vorhin angetönt. Ich bewege mich öfters noch in Asien. Und wenn man in Asien ist, wir haben es heute Nachmittag schon im einen Vortrag gehört. Da habt ihr andere Ping-Zeiten als hier. Also Roundtrip-Zeit 50 Millisekunden ist extrem optimistisch. Ich war auf SSH links mit 1,5 Sekunden. Und ihr bewegt euch wahrscheinlich genau in dem Markt. Ihr macht nämlich etwas für Leute, die nicht schnell mal ein Torrent von 3 Giga runterladen können, weil sie A, für den Traffic noch bezahlen, und zwar relativ viel, und B, weil es wirklich keinen Spaß macht von der Übertragung her. Und mit Kiwix habt ihr eine Applikation gemacht, und bitte korrigiert mich, wenn das falsch ist, mit der ich zum Beispiel solche Datasets runterladen kann und die ich dann komplett offline konsumieren kann, ohne dass ich eine Internetverbindung haben muss für den Zugriff. Und jetzt vielleicht noch ein paar Worte nochmals von euch. Merci. Oui, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait exact. Par exemple, avec Kiwix, vous pouvez avoir l'ensemble de l'encyclopédie Wikipédia en anglais, donc ça représente environ 5 millions d'articles et probablement 20 millions d'images, dans un seul fichier, vous pouvez le lire sur à peu près n'importe quel ordinateur, que ce soit OS X, Linux, mais même sur mobile, sur iOS et sur Android naturellement. Le logiciel est open source, ça va de soi, et il est gratuit. Ce qui est intéressant, c'est que c'est développé en Suisse, mais pas seulement. Nous avons un groupe de volontaires qui travaille sur ce projet depuis presque 10 ans maintenant. Et le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est que ce n'est pas uniquement pour Wikipédia, c'est-à-dire en fait c'est une technologie qui est adaptée pour tout type de contenu web. Et c'est pour cette raison aussi que nous publions des versions offline, par exemple des Tech Talks, ou tout un tas de projets que l'on voit ici. Et cette année, nous avons même commencé à publier des applications Android dédiées avec des contenus dédiés. Par exemple, une des premières applications que nous avons sorties, c'est une encyclopédie médicale basée à partir de contenu Wikipédia, mais en un clic, n'importe qui peut télécharger l'application dédiée et avoir 30 000 articles de médecine dans son téléphone portable. Voilà, donc le travail continue. Donc, par exemple, l'un des prochains challenges que nous avons, et que je pense vous intéressera, c'est qu'on aimerait bien avoir, début 2016, une app pour Firefox OS qui est un système d'exploitation libre tout à fait prometteur. Sehr schön. Ihr habt Partnerschaften mit Ländern. Erzählt doch kurz, was ihr für Kontakte habt, in welchen Ländern wird es verwendet. Also nächste Woche werden wir mit den HCA, also HCR, arbeiten. Die haben ein Bildungsnetzwerk für den gemeinsamen, der... Okay, das ist bestimmt nicht. Also, ich kann ein bisschen Deutsch, aber Englisch ist... Okay, next week we're working with the education network of the HCR, because most, to this date, most of the education programs that roll out any type of Wikipedia-related content in the world, actually Kiwix-based.
And because it's open source, we actually find out pretty much every week a new program we've never heard of, because they just picked it up and started using it, which is pretty cool. Zeigt auch etwas das Problem. Teilweise kriegt man nicht mit, wer die Benutzer sind, wie bei CyberDuck auch. Man hat nur vage Ideen, aber vielleicht sind es viel mehr. Ja, genau. Super. Also, Gratulation nochmals. Ja. Jetzt kommen wir zum ersten Spezialpreis. Wir haben ein paar Mal gehört von Leuten, die schon länger in der Szene sind, es ist teilweise nicht ganz einfach, Leute zu überzeugen, Open Source zu verwenden. Es gibt den kommerziellen Bereich, dort ist es einfach eine Geschäftsentscheidung. Man merkt irgendeinmal, kostet weniger, geht schneller, ist besser, macht man. Was man oft unterschätzt, ist die Politik. Politik kann extrem schwierig, anstrengend sein und es ist auch nicht immer einfach, gewisse Entscheide wirklich durchzubringen. Wir haben in der Vergangenheit das Beispiel gehabt von München. Die Stadt München hat auf Linux gewechselt. Das ist bis heute alle paar Monate wieder ein Thema in der Presse. Und deshalb freut es mich sehr, einen Vertreter aus der Schweiz prämieren zu können. Und zwar geht der nächste Preis an die Stadt Biel. Genau, ich gehe mal aus dem Weg. Also ich sage zuerst noch schnell etwas, ihr dürft dann euch gerne auch noch äußern. Ich kenne die Geschichte etwas, ich bin noch nicht ganz unvoreingenommen als Bieler. Die Stadt Biel war eine klassische kommerzielle Umgebungswelt, Microsoft, Cisco, andere Anbieter. Und manchmal braucht es halt ein paar Leute, ein paar motivierte Leute, die das ändern wollen. Bei euch war es Thomas Bodenmann, der nicht hier in der Truppe ist, der die Initialzündung gegeben hat mit seinem Vorgesetzten, der hier vertreten ist. Genau. Und ihr habt dann ein Team reingeholt. Teilweise ist es wirklich wichtig, dass man dann halt auch frischen Wind ins Team reinbringt, Leute reinbringt, die eben den Open-Source-Background verinnerlicht haben. Und ihr habt es in sehr, sehr kurzer Zeit geschafft, wirklich erstaunlich viel zu ersetzen, erstaunlich viel Eingerostetes zu ändern und dort wirklich einen Paradigmenwechsel einzuläuten. Das wollte die Jury quasi auszeichnen, auch weil man weiß in der Jury, wie schwierig das zum Beispiel in öffentlichen Verwaltungen ist. Und der Preis, den ihr gewinnt, der ist explizit eben für öffentliche Dienste zum Beispiel, öffentliche Verwaltungen. Wir haben ähnliche Preise in der Vergangenheit gehabt, wie ihr gehört habt. Das Bundesgericht hat auch mal so einen Preis gekriegt für ihre Arbeit. Und ich denke, Biel kann hier ein gutes Vorbild sein für andere Städte. Das zeigt, dass man mit relativ wenig Leuten, mit guten Leuten nicht nur neue Dinge machen kann, man kann wirklich auch Geld einsparen. Wir haben nämlich einen beachtlichen Betrag einsparen können durch Reorganisation und das will die Jury damit prämieren. Jetzt übergebe ich das Wort noch an euch. Ja, ich komme nochmal, ich kann gerade an den Leuten nach etwas erzählen, wenn wir anfangen mit der automatisierten Plattform aufsetzen. Also für uns ist es sehr wichtig, dass wir alles zuerst vereinfachen, standardisieren und dann automatisieren. Wir konnten die Plattform automatisch aufsetzen. Das ist in einem Klick, haben wir die Umgebung aufgesetzt. Dann gehen wir weiter, mehr infrastrukturmäßig haben wir Wiki, Jira, Jenkins, Git, einen Blog haben wir auch aufgebaut, wo wir dann auch verlinkt haben hier drauf, wo wir auch kommunizieren können, was wir machen. Wenn ich weitergehe, wir haben im Netzwerkbereich haben wir ein NEDI im Einsatz, ein Netzwerkmanagement-Tool, wo wir ein Plugin implementieren lassen konnten, sodass wir auf die neuesten Cisco-Komponenten zugreifen und die haben wir dann auch der Community beigesteuert. Wir gehen weiter für die Softwareentwicklung. Wir haben einige Software schon entwickelt. Das eine ist der Ferienpass, wo die Kinder ihre Ferienaktivitäten planen können.
Weiter haben wir eine Software gebaut für die Logistik, wo wir die Mobilien managen können. Wir haben auch noch eine Software gebaut für die Telefonie, eine kleine Software für Telefonie-Weiterleitung, weil da das bestehende Produkt viel zu groß und zu mächtig war, haben wir ein kleines, leichtes Ding gebaut. Und was habe ich noch fast vergessen? Ja, das ist ein kleiner Auszug, also wir sind jeweils immer dran, erweitern und bauen die ganze Sache aus, nehmen auch Partnerfirmen rein und können mit ihnen dann coole Sachen zusammenbauen. Wir haben Spaß, besten Dank dem ganzen Trupp. Merci vielmals. Was hier vielleicht noch wichtig ist, es war nicht ganz unklar, was teilweise die Komponenten machen, und dort haben wir halt das Problem, das ist sehr ein Enterprise-Umfeld. Eine Kerberos-Ticket-Erweiterung für gewisse Software-Komponenten ist natürlich im Heimgebrauch etwas weniger sinnvoll, aber für kommerzielle Kunden ist das interessant, und ihr habt bereits große Firmen, die das Ding ebenfalls einsetzen in der Zwischenzeit. Jetzt müsst ihr für ein Foto noch kurz alle neben das CH Open-Ding und dann seid ihr entlassen. Gut, vielen Dank. Ja, ah, genau, ich mache den Wechsel. Also, jetzt darf ich das Wort an IBM übergeben, an Philipp, und ich denke, du stellst dich kurz selber vor. Besten Dank. Philipp Späth ist mein Name, CTO der IBM Schweiz. Ich freue mich außerordentlich, dass wir hier diesen Preis vergeben heute. Viele kennen den Namen IBM, aber in diesem Umfeld ist es wichtig, vielleicht zu betonen, dass Open Standards und Open Source für IBM eine sehr wichtige Komponente ist. Wir sind große Kontributoren. Viele kennen Eclipse, kommt von IBM, und dann haben viele weitere Contributions stattgefunden, als einer der größten Kontributoren. Die allerletzte Open Power, die offene Hardware-Plattform und auch viele weitere Komponenten in Apache und so weiter. Somit freue ich mich natürlich auch, diesen Open Source Education Award vergeben zu dürfen. Der Preis geht an den Lernstick. Der Preis geht zweimal, einmal für die Entwicklung und einerseits für den Weiterentwicklung, genau, und einerseits für den Weiterentwicklung. Jetzt, ihr habt es geschafft, in einem auch politisch geprägten Umfeld eine Open-Source-Komponente reinzubringen, bei Dozenten und Studenten Verbreitung zu finden. Jetzt die Frage an euch, wie habt ihr das geschafft? Was waren die größten Hürden, die jetzt zu überwinden waren? Vielen Dank. Das ist jetzt eine schwierige Frage. Die größte Hürde ist, dass natürlich andere, die ich jetzt nicht nennen will, gibt es zwei Sorten, schon sehr verbreitet sind und wir da reinkommen müssen und eigentlich die Akteure, die direkt mit dem System zu tun haben, vor allem überzeugen müssen. Das bringt LLB. Unsere Erfahrung ist, Lernstick, Schulen sind dann erfolgreich, wenn die Leute davon überzeugt sind, dass sie den Lernstick einsetzen wollen. Wie ist die Verbreitung? Wir haben eine Karte auf der Medias-Webseite, wo sich die Schulen, die das einsetzen, oder Institutionen eintragen können. Und da sieht man, dass in der Schweiz, im Gebiet der Fachhochschule Nordwestschweiz, so die stärkste Verbreitung ist. Man sieht dann, dass es aber auch anderen Orten eingesetzt wird. Man sieht, dass wir auch in Deutschland und in Österreich so einen Cluster haben. Wir arbeiten auch mit einem Projekt, das heißt Linux Advanced, das in Österreich, soweit ich weiß, in Graz entstanden ist, zusammen.
Und die letzte Frage, die weitere Zukunft, wie habt ihr Pläne da, und habt ihr Pläne, das weiterzuentwickeln und weiterzuentwickeln? Ja, wir haben Pläne, das weiterzuentwickeln, wir wollen nicht aufhören. Und für die kürzere, mittlere Zukunft steht für uns auch an, vermehrt auch die Integration in den Unterricht mit Unterrichtsbeispielen, mit Anwendungen, wie man das im Schulunterricht einsetzen kann, was die Vorteile sind, zu intensivieren. Dass wir dann auch den Bezug zur pädagogischen Hochschule erhalten können, wo wir eigentlich angesiedelt sind. Super, danke schön. Bist du noch? Ich sage gerne auch noch etwas. Mein Name ist Markus Willi, ich bin Mitarbeiter bei educo.ch. Eigentlich haben wir an diesen Lorbeeren, die hier verteilt werden, ganz, ganz wenig verdient, weil der Hauptanteil liegt wirklich bei Ronny Stanke, dem Initiator, und hat jetzt sein Team, das dort weiterarbeitet und hoffentlich noch lange weiterarbeiten, weil sie leisten hier eine riesig gute Arbeit für die Bildungslandschaft. Die halt schon stark, ich nehme es jetzt ins Mund, die beiden Hersteller, wir sind eine Apple und Microsoft Schweiz, es ist halt einfach so, und wenn wir dort ein bisschen gegensteuern können, und das ist vielleicht der kleine Verdienst von Educa, dass wir auch, viele wissen das nicht, eine kleine Open-Source-Strategie haben, wir haben ein White Paper geschrieben, wir haben uns auch ein bisschen auf die Fahne geschrieben, den Schulen zu zeigen, dass es noch andere Möglichkeiten gibt im Unterricht, mit der Infrastruktur zu arbeiten, als eben mit den beiden großen Herstellern. Das ist das Einzige, was wir an diesem Lernstick als Verdienst für uns in Anspruch nehmen können. Alles andere gebührt wirklich der FH. Danke, das ist aber nicht wenig, das ist sehr viel. Und jetzt noch ans letzte Tesla Award darf ich an David Stellen überreichen. Und mir auch noch, der kommt auch noch dazu. Auch Surprise. Genau, also es gibt einen Tesla für ein Wochenende, aber das wird sicher spaßig. Gut. Genau. Damit es dann bei euch nicht verwirrend ist, die Idee, dass eine bei ist, dass eine der Wurzeln bei Educa steht und der andere an der FHNW. Gut, herzlichen Dank. Ich sage jetzt trotzdem noch was zum letzten Preis. Ich kann es nicht lassen. Ich komme aus einer Lehrerfamilie und ich kann aus Erfahrung sagen, es ist extrem schwierig, dort andere Dinge reinzubringen. Das schafft ihr eigentlich nur, wenn die Lehrpersonen selber eben bereit sind, das zu machen. Und das ist oft eben mehr eine politische Frage als eine technische Frage. Und deshalb hoffe ich, dass ihr da den Impact zumindest mittelfristig noch vergrößern könnt. Und dann zu IBM möchte ich auch noch etwas sagen. Ich habe vor langer Zeit bei IBM gearbeitet und ich denke, das ist ein klassisches Beispiel, wie sich Open Source in die Unternehmenswelt reingebracht hat. IBM war eine komplett andere Firma, wo ich für IBM gearbeitet habe, als proprietär, das Betriebssystem, die Software darauf, die Lösungen darauf, die Hardware dahinter. Und in der Zwischenzeit ist IBM zu einem der wirklich großen Kontributoren auch geworden in der Open-Source-Welt. Eclipse war eines der Beispiele, es gibt ganz, ganz viele andere Beispiele, wo man wirklich sieht, da ist etwas am Tun, Open-Source verändert sich massiv und deshalb danke auch an IBM für diesen Spezialpreis. Also das war es auch von meiner Seite. Letzte Infos, am 26. Oktober 2016 gibt es die nächste Edition von Open Source Award und vom Business Forum. Merkt euch das schon, die Eingaben werden dann ab Frühling auf unserer Webseite veröffentlicht. Wir werden den Award etwas anpassen und jetzt komme ich zu denen, die nicht gewonnen haben. Wir haben das erste Mal jetzt wirklich festgestellt, es kommen echt zwei neue Kategorien Eingaben. Das eine ist Lösungen, die eben sehr, sehr stark auf Open Source aufbauen, wo dann vielleicht der Impact für die Jury etwas schwieriger zu abschätzen ist, aber es ist wirklich sehr wichtig, dass solche Lösungen auch etwas Publicity bekommen. Und das zweite ist
Open-Data-Lösung. Wir haben ein paar Eingaben gehabt, die, wo die Jury dann sagen musste, super Eingabe, aber es ist eigentlich mehr Open-Data als jetzt klassisch Open-Source-Software. Und aus dem Grund wird sich die Jury etwas zurückziehen. Wir werden mal überlegen, wie können wir das Spektrum öffnen, dass solche Eingaben eine bessere Chance haben. Wir haben dann nach einer Diskussion entschieden, dass wir es in diesem Jahr noch nicht ändern. Also bitte gebt gerne noch einmal ein, wenn wir nächstes Jahr kommunizieren, was quasi das Spektrum des Awards ist. Wir werden auch noch mit Open Data Schweiz zum Beispiel darüber sprechen, wie wir das machen wollen, ob wir einen gemeinsamen Preis vergeben oder nicht. Wir werden das sehen. Vielen Dank an alle Sponsoren, die haben das ermöglicht. Ihr habt hier nichts bezahlen müssen. Herzlichen Dank an alle Sponsoren. Vielen Dank an die Jury, die auch die Arbeit gemacht hat, die Projekte zu evaluieren. Und natürlich herzlichen Dank an alle, die hier waren. Jetzt viel Spaß beim Aperon.